Willkommen beim Astrobarometer für Februar 2017. Der Februar ist einer der sehr guten Monate vom Jahr 2017. Nicht, dass keine guten Namen kommen, aber es beginnt jetzt mal gleich mit einem sehr guten Monat. Februar ist üblicherweise immer so, dass man den Drang hat nach mehr Freiheit, mehr von diesem ganzen Winterstaub so abzuschütteln und sich sozusagen ein bisschen wie der Sonne zu widmen. Deshalb auch diesen sehr starken Freiheitsdrang. Dieser kann man auch sehr gut umsetzen. Diesen Monat sind sehr zwei gute positive Energie, dieser Sonne, dieser Mars-Venus-Konjunktion, die dann in den Widder kommt, die ist sehr gut für die Stimmung und für die Begeisterung. Stimmung, indem man dann Lust hat oder motiviert ist, Dinge zu verändern, um voranzukommen. Und im Sternzeichen Widder dann bedeutet das vor allem, dass man sehr energetisch oder sehr energisch das umsetzen möchte und sehr schnell vorandrängen möchte. Das kann man in der Tat auch so sehen, dass man die Dinge sehr leicht umsetzen kann. Und auch relativ schnell. Lediglich bei gewissen Widmerschwierigkeiten haben, wenn man zu viel an gewissen Vorstellungen hängt, dann kann es ein bisschen schwieriger sein, mit diesen Themen weiterzukommen. Es sind zwei wichtige Punkte. Wie wir gleich sehen können, ist der Mars kommt in den nächsten Tagen bei nahem Neumond gleich in den Widder. Das heißt, so sehr starke Aktivität, wo man unbedingt Dinge umsetzen will, was erleben, dieses Abenteuergefühl, dieses nach Vordrängen ist sehr stark. Eigentlich ist dann der Februar ein extrem schneller Monat, fast zu schnell, dass man auch alles umsetzen kann. Diese Schnelligkeit ist so, dass man das Gefühl hat, man kann sehr viel tun und man tut dann auch sehr viel, aber je mehr man tut, je mehr taucht dann auf. Das ist ein bisschen paradox. Ich weiß auch nicht, an was es liegt, aber auf jeden Fall ist es diese relevante Energie. Die zweite wichtige Energie ist, dass man trotz allem diesen Drang nach außen sehr stark mit dem Inneren beschäftigt ist. Das kommt, weil auch sehr viele Planeten, die Venus, Mars-Konjunktion im Fischner ist und der Aszendent für Wien dann im Skorpion ist. Das heißt, eine gewisse Emotionalität oder Bezug zu sich selber ist dann immer wieder da und begleitend. Das kann man so sehen, dass wenn man sich jetzt mehr auf die Aufgaben konzentriert, geht alles sehr leicht. Wenn man sich dann aber mehr auf die innere Stimme oder auf die innere Stimmung wartet, um Dinge zu unternehmen, dann kann es unter anderem auch schwierig werden. Nämlich, dass man dann nicht immer Lust hat. Das heißt, die ganzen Dinge entstehen dann mehr oder weniger im Kopf. Oder dass man Dinge sehr emotional angeht und dann eigentlich nicht auf den Punkt kommt von dem, was man umsetzen möchte. Insgesamt ist es Februar so eine sehr gemischte Stimmung, die nicht immer leicht zu managen ist. Ich würde den Fokus so drauf legen, dass man halt dieses Freiheitsgefühl lebt und nicht versuchen, unbedingt alles in einem Monat oder alle Projekte, die wichtig sind fürs Jahr jetzt zu erledigen. Wie man sehen kann, in diesem Neumond Radix ist Jupiter-Uranus-Opposition. Das bedeutet, dass viele Dinge auch sehr überraschend geschehen werden, also anders als geplant. Überraschend bedeutet nicht unbedingt schlecht, sondern dass sie dann halt mehr von den Konzepten weggehen sollten, damit sie dann auch diese wichtigen Themen gut umsetzen können oder vielleicht auch rasch umsetzen können. Das heißt, wie Sie jetzt sehen können, ist es eigentlich alles perfekt, um sozusagen Dinge neu zu starten, anderes abzuwickeln oder aufzuhören. Nämlich dieser
sehr starke Wiederkonstellation hat auch noch eine reinige Wirkung, nämlich dass man auf den Punkt der Dimmer kommt und somit dann auch aufhören kann bei Situationen, die blockiert sind oder Situationen, die keine Aussicht mehr haben auf Weiterkommen, kann man dann sozusagen zu einem guten Enden bringen. Also wie Sie sehen, sind sehr viele positive Energien, nämlich die Stimmung, kombiniert mit dieser starken Aktivität, die Ihnen die Energie gibt, um das umzusetzen. Lediglich da bei der Emotionalität oder bei dieser Stimmung kann es manchmal so sein, dass man sich schwer tut, wenn man an gewisse Konzepte hängt oder dass man, wenn sie noch nicht ganz klar sind, was sie überhaupt verwirklichen wollen oder wie sie es verwirklichen wollen. Das bedeutet nicht, dass es nicht funktioniert. Durch diese gute Jupiter-Uranus wird es vielleicht dann eventuell dann auch neue Lösungen geben, die sie jetzt noch nicht in Betracht haben. Also insofern gibt es sehr viele Lösungen. Vielleicht muss man auch nicht alles diesen Monat lösen. Nämlich die Themen, die nicht weitergehen wollen oder können, die man nicht weiterentwickeln kann, ist vielleicht auch noch gut eine Zeit ruhen zu lassen, weil alles wird man ohnehin nicht machen können. Wichtig ist zu berücksichtigen, dass diese Geschwindigkeit sehr hoch ist. Also die Dinge kommen eins nach dem anderen, fast ein bisschen zu schnell, dass man alles bewältigen kann. Wichtig ist immer diesen Fokus auf das Ziel zu behalten oder wohin Sie sich bewegen wollen. Also ich würde mal sagen, dass das eigentlich ein sehr positiver und angenehmer Monat ist, mit natürlich ein paar Hürden. Die einzigsten Hürden, die jetzt ich persönlich sehen würde, sind natürlich dieser Jupiter-Uranus hat manchmal auch nicht so positive Eigenschaften, nämlich dass man sich dann sehr leicht ärgern kann und an Dingen hängen bleibt oder Dinge vielleicht zu persönlich nimmt und dadurch ein bisschen überreagiert. Ich schätze, das ist keine gute Taktik, nämlich wenn die Energie so gut ist, um für das Tun, für die Aktivität, wäre es sinnlos, sich jetzt in Überlegungen zu verlieren oder einfach die Zeit wäre zu kostbar, um nur Dinge zu reflektieren. Wie hat er das jetzt gemeint oder was bedeutet das jetzt für mich? Ich schätze, die nächsten Monate ist dann noch Zeit, um das auch zu machen. Also legen Sie den Fokus auf Ihre Aktivitäten und auf Ihre Ziele und dann werden Sie sehr gut weiterkommen und im Hinterkopf beizubehalten, loslassen ist diesmal eine sehr gute Strategie, weil es hilft Ihnen, Lösungen zu finden und Ihre ganze Situation voranzubringen. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Februar 2020.